Was ist zu machen? Meine Frau betet nicht. Oh Allah, mache, dass die Frau heute anfängt zu beten. Amen. Oh Allah, führe sie auf den geraden Weg. Amen. Oh Allah, erleichtere die Lage dieses Bruders. Und mache, dass seine Frau anfängt zu beten. Amen. Aber ich habe einen Tipp für euch. Ich habe einen kleinen Tipp für euch. Wie ihr mit Leuten reden könnt, die nicht beten. Das ist wirklich sehr wichtig heute. Ja, ich will, dass keiner hier rausgeht, ohne zu beten, okay? Türen abschließen. Keiner geht hier raus, ohne zu beten. So, ich gebe euch jetzt mal einen Tipp, wie ihr mit Leuten darüber reden könnt, wie sie beten sollen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Guck mal. Es gibt immer zwei, drei verschiedene Ausreden, die hat jeder, der nicht betet, wenn er Muslim ist. Zwei, drei Ausreden. Pass auf. Jetzt fangen wir erstmal an. Wir sagen zu ihm, hör mal zu. Wenn ich dir sagen würde, du musst 50 Minuten am Tag arbeiten, ich habe einen Job für dich, du musst 50 Minuten am Tag arbeiten, merkt euch das Beispiel, du musst 50 Minuten am Tag arbeiten und du kriegst für 50 Minuten Arbeiten am Tag und du kannst von zu Hause arbeiten, kriegst du 1000 Euro monatlich. Ist doch super, oder? 50 Minuten 1000 Euro, er wird sagen, ja super Job. Vor allem, wenn er arbeitslos ist, wird er sagen, 50 Minuten kann jeder hinkriegen. Außer wenn er ganz faul ist. Wenn er ganz faul ist, dann sagst du, du kriegst 10.000 Euro von mir. Dann sagt er, hier, 10.000 Euro, wie soll das denn gehen? 50 Minuten Arbeit, 10.000 Euro im Monat. Okay, du kriegst 1 Million Euro. 1 Million Euro? Sogar der faulste Mensch der Welt, ich wollte gerade einen Namen nennen aus meiner Familie, aber ich mach das nicht. Der würde anfangen zu arbeiten. Vielleicht würde er sagen, ja, 50 Minuten Arbeit, ja, was ist denn die Arbeit? Was muss ich da machen? Muss ich da schwere Steine schleppen oder wie? Dann sagst du, nee, ganz einfach. Du musst leichte Bewegung machen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kommst du auf Sami Allahu liman Hamida. Und so weiter. Einfache Bewegung. Nichts Schweres dabei. Und 1 Million Euro im Monat. Jeder würde sagen, ja. Dann sagst du, aber das, diese Arbeit ist besser als 1 Million Euro. Denn Allah, denn der Prophet Sallam sagt in einem Hadith, خَمْسُ سَلَوَاتٍ كَتَّبَهُنَ اللَّهُ عَلِي بَارِ فِي الْيَوْمِ وَلَيْلَى. 5 Gebete hat Allah dem Diener bei Tag und der Nacht vorgeschrieben. فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَا كَانَ لَوْ عَحْدٌ إِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ. Und wer daran festhält, der hat einen Vertrag bei Allah, dass er ins Paradies wird. Und dann sagt er, فَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَا لَمْ يَكُنْ لَوْ عَحْدٌ إِنْدَ اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. Und wer das nicht macht, hat keinen Vertrag bei Allah. Wenn er will, bestraft ihn. Wenn er will, vergibt er ihn. Hier ist übrigens kein willkürlicher Wille gemeint, sondern der Wille von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann, was das Gebet angeht, ist es eine der größten Sünden überhaupt. Und die Gelehrten des Islam sind sich uneinig darüber, ob derjenige, der nicht betet, überhaupt aus der Hölle irgendwann mal rauskommt. Zum Beispiel im Madhab von Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, Ahmed ibn Hanbal sagt, wenn ich bete, ist Kafir. Wenn ich bete, ist Kafir, sagt er. Und er hat Beweise dafür aus Koran und Sunna. Zum Beispiel, Allah sagt in Surah Tauba, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Wenn sie Tauba machen und das Gebet verrichten und die Zakat geben, dann sind sie Brüder im Glauben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, die erste Sache, die erste Antwort, die die Menschen in der Hölle geben, ist was? مَا سَلَكُكُمْ فِي السَّقَرِ. Was hat euch in die Hölle gebracht? Das ist die erste Antwort. Nicht, wir haben nicht an Gott geglaubt. لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِينَ. Wir haben nicht zu den Betenden gehört. Und Abu Darda sagt, مَنْ تَرْكَ السَّلَاةَ فَلَا دِينَ لَهُ. Wer das Gebet nicht macht, hat keinen Iman. Subhanallah. Und der Prophet Sassam sagt in Sahih Muslim, بَيْنَ رَجُلِ وَبَيْنَ شِرْكِ وَكُفْرِ تَرْكُ السَّلَاةَ. Zwischen den Menschen, zwischen Schirk und Kufa, liegt die Unterlassung des Gebets. Und in Sunan Imam Ahmed und in Musnad Imam Ahmed und in Sunan Tirmidhi steht, dort wird überliefert, dass der Prophet gesagt hat, Al-Ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakahu faqad kafar. Die Vereinbarung zwischen uns, den Muslimen, und ihnen, den Ungläubigen, ist das Gebet. So, wer es verlässt, wird ungläubig. Das heißt, starker Hadith in diesem Bereich. So, jetzt kommt er aber mit der Ausrede. Denn ich bete, kommt jetzt mit der Ausrede. Er wird zu dir sagen, ja, ich mache viele schlechte Taten, da kann ich nicht anfangen zu beten.
Ja, Bruder, ich sag ja, das ist eine Meinungsverschiedenheit. Nein, der Bruder hat gesagt, Schirk ist eine größere Sünde. Diese Sache ist eine Meinungsverschiedenheit. Ich habe gesagt, es ist eine Meinungsverschiedenheit. Hä? Ja, genau. Bruder, ich habe ja gesagt, das ist eine Meinungsverschiedenheit. Imam Ahmed sagt das. Ich bin nicht der Meinung von Imam Ahmed. Okay, ich bin nicht der Meinung von Imam, aber ich erwähne diesen Punkt, damit die Leute sich darüber im Klaren sind, wie wichtig das ist, wie gefährlich das ist. Ja? Jetzt geht's weiter. Mit welcher Ausrede kommt der? Mit welcher Ausrede kommt derjenige? Er kommt mit der Ausrede, er sagt, hör mal, ich mache viele schlechte Taten, da kann ich nicht beten. Denn wenn ich bete, nee, Bruder, keine Frage. Denn wenn ich bete und ich mache viele schlechte Taten, dann ist das noch schlimmer, als wenn ich gar nicht bete. Dann sagen wir zu ihm, wo steht das? Wo steht das? Steht nirgendwo. Im Gegenteil, jede Sünde, die du machst, wird geschrieben. Das heißt, was ist schlimmer, wenn du Alkohol trinkst und stiehlst oder wenn du nur Alkohol trinkst? Wenn du nur Alkohol trinkst, hast du eine Sünde weniger. Und nicht zu beten ist schlimmer als Alkohol zu trinken, schlimmer als nicht und schlimmer als zu stehlen. Das heißt, subhanallah, sagst jetzt ja, okay, ich habe eine Freundin, dann bete ich auch nicht, dann habe ich die doppelte Sünde. Da gibt es gar keinen Sinn. Und außerdem sagt Allah im Koran, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Das Gebet hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Das heißt, wenn du anfängst zu beten, wirst du von deiner Sünde wegkommen. Dann wirst du mit deiner Freundin Schluss machen. Oder heiraten. Je nachdem. Jedenfalls. Wer sagt, ich bete nicht, weil ich schlechte Taten mache, das ist wie jemand, der sagt, ja, wie jemand, der zum Arzt geht und sagt zum Arzt, ich habe eine eitrige Angina. Wie jemand, der zum Arzt geht und sagt, ich habe eine eitrige Angina. Können Sie mir was verschreiben? Dann verschreibt er ihm Penicillin, geht er nach Hause und nagelt das Penicillin an die Wand. Dann kommt die Frau zu ihm und sagt, aber was ist das Penicillin an die Wand gehangen? Muss das doch einnehmen? Sagt er, nee, ich nehme das Penicillin erst ein, wenn ich wieder gesund geworden bin. Genauso ist derjenige, der nicht betet. Und sagt, ich bete nicht, weil ich schlechte Taten mache. Bete, damit du von den schlechten Taten wegkommst. Und selbst wenn du schlechte Taten machst, das Gebet ist wahrscheinlich noch eine schlechtere Tat als das, was du momentan machst. Subhanallah. Jetzt, nächste Sache. Allah sagt, nächste Sache, die nächste Ausrede, die immer kommt, ist, ja, ich habe keine Zeit. Ich arbeite viel. Ich sage zu dir eins. Mache Dua zu Allah, dass du auf der Arbeit beten kannst. Und Wallah, ich habe es noch nie erlebt, dass einer Dua macht zu Allah, dass er auf der Arbeit beten kann, dass ihm das nicht erlaubt wurde. Oder er hat die Arbeit gekündigt und hat danach eine Arbeit bekommen, wo er beten konnte. Immer. Immer haben wir das gesehen. Und wer Allah fürchtet, den erschafft er.